Und das nächste Mal, wenn wir in der Stadt sind, muss ich mal gucken, wie viel Glimmer ich habe. Damit ich mir endlich ein neues Ding holen kann. Ein Sparrow? Ja, genau, genau. Ich habe den Namen vergessen von dem Ding. Weil das geht gar nicht. Wie schnell ist denn das Ding? 100 oder so, ne? Boah, Karte. Ja, auf jeden Fall gewaltig langsamer wie deins. Da ist der Konflux. Ups. Ich glaube, wir spawnen was. Ja. Ups! Kann ich auch. Lass mich raten, jetzt kommen gleich wieder Gegner. Er gehört zu einer noch größeren Burg. Wäre möglich. Ja, Stadt. Nichts drin. Wir sollten uns das ansehen. Ah, da hinten Weiler. Hä? Nicht genug Platz. Nicht genug. Ja. Hatte ich gerade auch. Na! Ah, und ich fahre erstmal wieder voll vor der Mauer. Mauer? Hä? Egal. Aber es wäre schön, wenn man sich so einen Sparrow kaufen könnte, der eine Knarre hat. Da müsste man nicht immer absteigen. Gerade deswegen gibt's das nicht. Haben wir nicht auch geschrieben gehabt, damals schon im Destiny Forum, habe ich auch geschrieben, was wollte der mit dem Scheiß? Dass ein Transportmittel und gut ist. Naja, ich bin aber faul. Du. Alternativ hatten da bloß die Leute geschrieben, ja okay, könnt ihr ja haben, aber in der zwei Treffer oder sowas einstecken, explodiert das Ding und ihr seid tot. Dann können sie es machen. Na ja, klar, damit wir dann auch wenigstens schon damit umgehen. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich weiß gerade nicht, wo lang. Ich häng. Ach da. Wow, fick dich. Warum sind die so grün? Besessen. Gott sei Dank, die ist sie weg. Oh, jetzt kommen schon wieder die ganzen 40er angerammelt. Ja. Die müssen die ganzen Besessenen töten. Für Ruf. Boah. Kommst du? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Ach, da. Planeten schlafende Netzwerke zu haben, die sie jederzeit ganz schön dunkel hier. Erwecken können. Ja. Na komm, spawnt endlich. Bim, 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 bim. Geht aber auch wieder ganz gut. Ja. Also für die Folgen musste ganz schön viel musste ganz schön viel mein Husten rausmachen. Schaffe ich gar nicht alles, ist so oft. Von dem habe ich mir gerade immer schon überlegt, dass ich drin fertig ist. Boah. Kann man halt nichts machen, wenn man einen Frosch im Hals hat oder so. Richtig. Dann ist es halt mal so. Ah, endlich wieder hell. Oh, Gott sei Dank. Ah, stimmt. Vorsicht links. Große Gegner. Ich sehe. Sehe ich schon, den Zyklopen. Ja. Wow. Und ich guck noch so schön durch mein Scharfschützgewehr, ne? Wie der mir sein Geschoss entgegenballert und ich bleib stehen. Ey, das darfst du keinen erzählen. Oh, nicht, hast du da schon. locker flockig. Und da ist auch so eine Mission gewesen hier, wo ich hier mit meinem Warlock gewaltige Probleme hatte.
Weil die gab es ja auch schon im Standardspiel, die Mission. Ja gut, kann ich gut verstehen. Wenn du das alleine machst, das ist halt dann nochmal eine ganze Ecke härter. Jupp. Und vor allem alleine belebt dich natürlich auch keiner wieder. Richtig, das ist ja das Nächste. Finde ich, haben sie aber schön gemacht. Also ich kann bis jetzt wirklich nichts Großartiges, Negatives sagen. Außer vielleicht, aber das zählt auch nicht, weil die Welten ja trotzdem groß und so sind, diese Ladezeiten zwischendurch. Ansonsten, jo. Das Spelling-Sinn vom Spiel her ist geil, die Grafik ist natürlich geil, die Mucke, also die musikalische, wie es unterlegt ist, ist eigentlich alles gut. Allgemein, man darf auch nicht immer nach den Bewertungen gehen. Man sollte es immer am besten mit einer Demo oder mit einer Beta oder so ausprobieren und sich selber ein Urteil machen. Ja. So, Tower zerstören, sonst kommen endlos Gegner. Wo denn? Ach da. Sind noch 4, 5 weitere. Ich glaube schon mal mein. Ach, okay. Die Tore halten aber nichts aus, ja? Nee. Da vorne, noch mehr Tore. Ah, diese Harpien, ich hasse die Viecher. Die finde ich irgendwie billig. Das sind die schwächsten Gegner im ganzen Spiel. Ja, aber mich nerven die total mit ihren scheiß Rumgefliege. Ja gut. Das ja. Ich mag es so fliegende Gegner mag ich nicht. Also auch die Hexen und so. Ich finde die sehen geil aus. Aber habe ich halt ein Problem mit fliegende Gegner, ich ne. Oder schwebende. Boah. Passt. Alle Portale down. Sehr gut. Und jetzt nur noch die Viecher weg, ja? Ja. Und dann schießt ja halt in die Mitte da hier, dann das Leuchteding da. Die Säule. Ja, klar. Huch, hinter mir. Hä? Da oben kommt der denn jetzt her? Warte. Ach, da ist noch so ein Ding. Lol. Wo denn? Ach, da! Da war. Das sollte sie aufhalten. Jop. Ein Konflux ist noch aktiv. Ich sehe mir das an. Boah. So. Na dann. Unglaublich. Das ist gar keine Invasion. Also die Mission kann ich jetzt aber komplett, weil die ist nichts Neues. Etwas ruft sie zurück in den schwarzen Garten. Hier kommen sie. Na gut, für mich ist es was Neues. Aber sie finden sicher einen anderen. Level 25. Wir müssen sie aufhalten. Glückwunsch. Danke. Bei mir fehlt noch so ein kleines Schnippelchen da. Ich muss noch 4 Ultras oder Majors besiegen, dann hätte ich die Daily fertig. Und, oh, Nahkampfkills ohne zu sterben. Oh, da brauche ich noch 15. Diese Majors und Ultras, sind das einfach nur gelbe Viecher oder was? Muss ich Strikes machen. Da kommen die nur in Strikes. Oder halt, okay. Du hast Glück und hast so eine Zufallsbegegnung in der normalen Map. Aber das ist eher selten. Jupp. Also ich hab die immer, wenn ich das gekriegt habe ich immer Strikes gemacht. Also das, was ich eh immer gemacht habe. Mhm.
Also, aber für mich heißt das jetzt wieder, ich muss Gegner boxen. Jo. Sag mal, das kann ich doch jetzt praktisch auch mal mit Level 2er Viecher machen, das ist doch egal, oder? Ja, klar. Gut zu wissen. Das ist Erhöht Hupe. die Dauer von. Jawohl, jetzt hält mein Schild länger. So. Oh, hier habe ich Genau. sogar eins mit zwei solchen Pfeilen, was du gesagt hast. Ja, der nächste Level 20er Strike auch freigeschalten. Sehr gut. So, also wenn du jetzt mal Ja, auf wir den sind ja Mars heute. guckst, ne, sind drei Strikes frei, die wir alle drei noch nicht gemacht haben. Eieiei. Und noch eine Mission Level Feierei. 17. Wollen wir die noch machen? Die letzte normale Story Mission? Gerne doch, weißt du. Na dann. Ich baller doch immer. Machen wir die auch noch und da ist eigentlich komplett clear, Destiny. Ohne DLCs. Wie lange stand da? 4 Stunden ist mindestens König der Besessenen lang, ne? Oder war es länger? Wie, was ist, 4 Stunden? Hä? Die Kryptarchen Na, scheinen hier sehr nochmal angepasst der gegen die Besitzer zu Zusatzcontent sein. allein von Hör König der zu. Besessenen. Wie lang war Die der? 4 Stunden Kryptarchen oder 8 Stunden wollen oder seit so, ne? Jahren das Sperrgebiet Ich durchqueren glaube so irgendwas und um dazwischen. Wenn du Reste den der Raid noch dazu zählst, begrabenen dann definitiv 8 Stunden. Freistadt soll technologische Wunder hervorgebracht haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kabale die Stadt zerstören. Hört mal, das Husten eigentlich extrem oder geht's noch? Nö, geht. Ich versuche schon immer extra meinen Mund zuzulassen. Kabale hätten die ganze Stadt enebnen können. Aber da sie das nicht getan haben, müssen sie etwas Wertvolles entdeckt haben. So, wohin Wir waren das sollten sie nochmal? verfolgen und sehen, was sie wollen. Boah. Und danach bitte noch mal kurz Turm, damit ich versuchen kann, mir auch so ein Ding zu kaufen. Klar, können wir machen, weil da sind eh nur noch Strikes dran oder halt König der Besessenen, ne? Suche nach Kabalübertragungen. War klar, dass wir jetzt hier umhaut. Oi, oi, oi. Ich habe hier was in Gebäude 5. Servus. Okay, das ist, die sind aber denkbar schlecht für einen Nahkampf. Da möchte ich auch nur ungern ran. Sehr schön. Bei Ihrer Basis hier gibt es eine aktive Übertragung. Ich höre mal rein. Der Fuzzi ist aber nicht gerade schön. Okay. War doch ein bisschen easy. Pisskopf. Guck nicht so. Das mal an. Ach du. Tja, mal gucken, ob das Gut, springen was kann nicht ich. ge. Wie springt? Ich habe an diesen Booster gedacht, falls du das damit meinst. Ach stimmt, Wo jetzt bist denn fällt mir die? gerade so ein hier, wie der 40er hier zu den Raid kommt. Playlist. Hat er sich angemeldet. Hallo? Hier unten? Aha. Hä? Wie komme ich denn da runter? Einfach hier durch das Riesenloch hier. Ach, da sind noch. Okay. Ja, so riesig ist das nicht. Clovis Gray, ein Zentrum für wissenschaftlichen Fortschritt.
Interplanetarverteidigung. Tja, nur da hat er sich halt für Strike normal angemeldet. Also die ganze zweite Playlist halt. Dann ist klar, wegen was er zu uns reinkommt. Eventuell. Schnauze. Komm mal her. Bäm. Wie unhöflich. Ich sag, komm mal her und du sagst Schnauze. Nicht du, der Gegner. Weiß ich doch.